Müsste ich importieren. Kann ich nicht. Sorry. Die werden mich hassen. Die werden mich wieder überfallen wollen. Ich muss Waffenregale noch produzieren. Wir haben noch sehr viel Kupfer übrig. Dann nehmen wir den... Also, Bronze. Nehmen wir Bronze noch weiter raus. Das soll nicht so viel rein. Und wir bauen noch weitere Waffenschmieden. Und dann könnten wir theoretisch auch Waffen verkaufen. Wenn ich mich nicht irre, dann möchte Pingyang auch Waffen haben. Reden wir mal mit denen. Schicken wir denen erstmal Geld. 1000 Münzstränge. Arbeitslose haben wir noch. So, und jetzt werden wir wohl in einem Jahr genügend Waffen zusammenbringen. Und diese dann auch verkaufen können. Hao braucht Waffen. 8 Waffenregale. Gut, kriege ich hin. Und wir werden, wenn wir angegriffen werden, auch dafür sorgen, dass unsere Leute uns unterstützen, indem wir sie darum bitten. Der kommt einfach durch die Stadtmauern durch. Holla Bär. Die sind viel zu selten unterwegs, diese ollen Waffenmenschen. Wachmänner. So, euch geht's noch gut. Aber ich kann, glaube ich, kein weiteres vorbauen. Nein. Uns wird nur eins zur Verfügung gestellt. Das hat er ja von Anfang an gesagt. Und wir sollten weise wählen, was wir nehmen. Das haben wir jetzt getan. Mit denen kommen wir überall hin, egal wo sie angreifen. Und zur Not können wir Befestigungen hinbauen. Und Türme. Nomadenlager wird sowieso gleich durchdrehen und wütend sein. Ihr habt noch wenige Nahrungsmittel. Ihr habt gar keine mehr. Hanf ist schon wieder unterwegs. Das heißt, Hirse wird jetzt schon wieder angebaut. Und wir haben noch 2 weitere Hirsefelder. Dieses Jahr müsste es richtig viel Hirse geben, sodass es ausreicht, um die Bevölkerung auch dauerhaft zu versorgen. 4 Hirsefelder, ich bitte euch, das muss reichen. Und zwischendurch immer noch mal ein bisschen Fleisch, falls es wirklich zur Neige geht. Oh, zollen sie einem Ahnen Respekt, bevor Ärger aufkommt? Sie ist unglücklich. Sie bekommt jetzt erstmal 6 Hanfballen. Dann Waffen, genau, Waffen sollte ich nach Hao bringen. Waffen sind unterwegs. Waffen werden jetzt auch sehr viele produziert. Und wir fühlen Pingyang erstmal auf den Zahn. Wir könnten an sie auch Salz geben. Das wäre ja nochmal einfacher für uns. Sie fühlt sich immer noch vernachlässigt. Nicht mehr lange, Püppi. Noch 1, 2 Monate, dann ist alles wieder gut. Nomadenlager fordert Seide weiterhin. Pingyang dankt für das Geld. Hao liebt sie. So muss es sein. Pingyang möchte also Waffen kaufen. Das heißt, wir werden denen jetzt erstmal noch irgendetwas liefern. Salz. Ja, braucht Salz. Ihr bekommt 8 Salzkanister. Essen gibt's nicht mehr. Oh, das ist nicht gut. Dass wir so viel Essen brauchen, ist unglaublich. Was ist eigentlich aus dem Einkauf von Weizen geworden?
Geht noch. Sind sie noch bei? ...1500 Personen im eleganten Haus. Ja, wenn ich irgendwann mal genug Essen habe, dann würde ich darüber nachdenken. Aber auf diese Weise kommen wir nicht weiter. Da soll es attraktiver werden. Ich kann hier nicht mehr viel Attraktivität reinbringen. Hau schätzt sie weniger. Ich bin von ihnen nicht mehr so angetan wie früher, da sie meiner Stadt die 8 Waffenregale nicht rechtzeitig geschickt haben. Ja, er wollte sie wahrscheinlich sofort bei der Forderung. Es tut mir leid. Aber Hao ist immer noch philanthropisch, es ist immer noch alles gut. Und wenn Pingyang jetzt das Salz bekommt, dann können wir auch Waffen handeln. Dann sieht es, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht aus. Wäre ja schon wieder irgendwo unterwegs. Keine Ahnung wo. Ach, da oben. Genau, tötet ihn. Ich glaube, er ist tot. Gut für uns. Gott sei Dank haben wir eine schöne große chinesische Mauer. Sonst hätten wir echt die A-Karte. Ist Weizen jetzt schon mal hergeliefert worden? Ich glaube nicht, ne? Ist der wenigstens unterwegs? Ja, er kommt. Gott sei Dank. Dann haben wir wenigstens etwas, um hier so ein bisschen die Stimmung zu überbrücken, solange bis die Hirse fertig ist. Dauert ja nicht mehr allzu lange. Das sieht alles gar nicht mehr gut aus. Fleisch ist da. Sie holt sich jetzt erstmal das Fleisch, dann kommt Weizen, dann kann die andere dann den Weizen haben. Hat wieder mehr Essen als sie. Den Leuten hier geht es auch noch besser als den anderen. Ja, auf harte Nahrung brauche ich nicht umstellen. Pingyang dankbar für Salz. Gott sei Dank. So, Pingyang ist respektvoll uns gegenüber. Wir werden also den Handel mit der Stadt wagen und Waffen verkaufen. Und mit mehr Geld können wir auch mehr kaufen. Können auch mehr Nahrungsmittel importieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Pingyang überhaupt Nahrungsmittel liefert. Bronzewaren, Kohl und Jade. Dann würde ich nämlich den Handelsposten hier irgendwo in der Nähe bauen, dass wir auch gleich den Kohl einlagern können in die jeweilige Mühle. Jetzt aktuell ist wieder genug Essen da. Das wird überhaupt keine Probleme mehr bereiten. Aber für den Notfall haben wir dann immer genug da. Ich bin auch ganz froh, dass ich die Mühle nicht umgestellt habe. Wir hatten so wenig von manchem, dass es mir nichts bringen würde, dort nur zwei Nahrungsmittelarten zu haben. Das Fleisch hat uns sehr oft den Hintern gerettet. Und auch der Weizen, der hilft. Das ist schon alles ganz gut. So schön. Versorgt euch mit allem. Werdet satt. Diesmal werdet ihr es. Dafür sorgen wir. Keine Bären in der Nähe, die gerade alles töten. Auch wenn der eine schon wieder unterwegs war. Wir könnten hier die Straße noch hochsetzen und noch mehr Bronzeabbauer bereitstellen. Bestmarke der Produktion von Waffen ist 5. Es wird, denke ich, jetzt mal auf 10 hochgegangen sein. Wir warten noch auf das Ergebnis. Dann müssen wir nur noch 1500 Personen im Haustyp elegantes Haus oder besser haben. Das heißt, wenn wir euch einmal entwickeln, frohes neues Jahr,
Ja, perfekt. 13 Waffen haben wir in einem Jahr produziert. 1500 Personen brauchen wir nur noch in einem eleganten Haus oder besser. Wir speichern also an dieser Stelle. Und dann kümmern wir uns darum, dass die endlich ihre Keramiken bekommen. Ja, und Attraktivität natürlich. Beziehungsweise ihre Nahrungsmittel appetitanregend. Das wird schwer. Da müssen wir noch viel mehr Nahrung importieren und wahrscheinlich werde ich auch das Fleisch hier komplett einstellen, denn dafür kommt einfach zu wenig. Wer weiß, vielleicht lagern wir ja tatsächlich irgendwann mal Fleisch an, das wäre schön. Aber jetzt aktuell bin ich froh, wenn wir überhaupt ein bisschen Essen da haben und unsere Bevölkerung nicht zwischendurch immer wieder zusammenfällt. Noch haben wir ein bisschen was an Hirse. Solange hier kein Bär umherstreift, bleiben die Karrenschieber auch am Leben. Okay, ihr habt keine Nahrung bekommen. Sehr interessant. Handel mit Pingyang eröffnet. Na dann, ab zum Handelsfenster. Pingyang mit hinbauen. Dann Waffen verkaufen. Salz verkaufen. Und Kohl importieren. Ja, dann haben wir mehrere verschiedene Nahrungsmittelarten. Das sieht dann schon wieder wesentlich besser aus. Und ihr dürft jetzt auch umstellen, nämlich auf appetitanregende Nahrung. Haben wir jetzt schon mal den ersten Teil der Bevölkerung mit appetitanregender Nahrung versorgt? Wie sieht's aus mit Arbeitslosen? Haben wir 31. Das ist nicht besonders viel, aber es reicht erstmal aus. Wir haben noch 2 Tongruben, die genügend Ton produzieren für die ganzen Leute. Dann bauen wir jetzt die Brennöfen. Zwei Stück reichen erstmal. Hier werden jetzt die Keramiken eingelagert. Mach mal 10. 10 ist Blödsinn, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 12. Okay. 32, das reicht. Unsere Leute sind gesättigt, sind wieder fit. Arbeitslose haben wir auch immer noch genug. Und ihr wollt nur noch Keramiken. Dank der appetitanregenden Nahrung. Ich glaube, ihr habt die Nahrung, die ihr bisher eingelagert habt, auch nur umgestellt. Das ist ganz praktisch, so haben wir nicht doppelt so viel verbraucht. Und ich würde jetzt noch aufs nächste Jahr warten, um noch ein bisschen Weizen und auch ein bisschen Hirse und Fleisch und alles bereit zu halten. Du musstest dir jetzt natürlich den Weizen rausholen, sodass die keine appetitanregende Nahrung bekommen, ne? Du bist so eine blöde Kuh. Aber die haben ja noch ein bisschen was. Alles ist gut. Kohl ist auch da. Der kann auch hierher gebracht werden. Waffen werden verkauft. Wir machen also jetzt noch mehr Geld. Das heißt, sobald wir die ersten Keramiken haben, würde ich die tatsächlich schon verkaufen wollen an unsere Bevölkerung. Wer ist auch wieder da? Tötet ihn! Warum kommt er da durch? Nein, der Kohl.
Genau, töte ihn. Er ist immer noch nicht tot. Der schöne Kohl. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Kohl eingelagert. Es reicht wieder, um appetitanregende Nahrung fertig zu machen. Und ich würde dich jetzt auch umstellen wollen. Auf appetitanregend. Ich hoffe, du bist von dem Marktplatz. Nein, bist du nicht. Gut. Dann haben wir jetzt schon mal überall appetitanregende Nahrung. Ich baue jetzt noch einen weiteren Brennofen, denn drei werden auf jeden Fall ausreichen. Oh, da ist er schon wieder. Benötigte Mitarbeiter. Genau, schießt ihn ab. Der muss weg. Tötet einfach viel zu viele. Meine ganzen Karrenschieber sterben. Jetzt ist er tot. Gott sei Dank. Ich hasse diesen Bären. Ich hasse ihn einfach. Der ist echt nervig. Aber wir mussten uns nach oben hin entwickeln. Das ist schon alles völlig beabsichtigt gewesen. Essen ist noch genug da. Appetitanregende Nahrung müsste jetzt auch hier vorhanden sein. Ja, aktuell ist sie auch appetitanregend. Und ihr braucht jetzt eure Keramiken. Sollt ihr bekommen. Au. Gut, wir haben nur eine Musikschule. Das heißt, wenn die weiterentwickelt sind, dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann haben wir schon gewonnen. Einmal speichern. Die Zeit schnell vergehen lassen. Gut, wir brauchen hier noch Keramiken. Sonst reicht es nicht. Nomadenlager schätzt sie weniger. Passiert. Die wollen Akrobaten. Die kann ich euch im Moment nicht liefern. Kein Fest in diesem Jahr. Geschwindigkeit runterdrehen. Dann werden wir die jetzt noch entwickeln und dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft. Vom Geld her sehen wir auch super aus. Keramikladen hin. Speichern unter LP04. Hol dir deine Keramiken. Dürre. Ist nicht schlimm. Gut. Geschwindigkeit runterdrehen. Datei speichern unter LP025. Und wir haben es geschafft. Ja! Ganz sind wir gut. Ja, manchmal klappt's, manchmal aber auch nicht. In diesem Fall hat's geklappt. So, Geschwindigkeit schon mal runterdrehen für die nächste Mission. Wirklich hervorragende Arbeit. Der Wüstenvorposten Yulin hat seine wachsamen Augen auf das nördliche Ödland gerichtet, um vor Übergriffen der Xiongnu zu warnen. Genau, dafür sind wir da und das haben wir wunderbar erreicht. Und ja, wir haben zwar unseren Vorposten jetzt, aber es wird nicht großartig verteidigt. Das heißt, wir können von hier keinen Kampf erwarten oder sonst irgendwas. Ich hoffe, wir werden auch nie wieder in dieses Gebiet zurückkehren. Es wird noch schwierigere Gebiete geben. Ich werde mir noch wünschen, hier wieder hin zurückkehren zu dürfen. Aber muss nicht unbedingt sein. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part mit der nächsten Mission wieder. Bis gleich.